Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe, wie ihr seht, heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Marius vom Kanal Flaschengeist auf YouTube. Falls ihr ihn noch nicht kennt, ich verlinke das alles, keine Sorge. Und wir wollen heute über ein sehr, sehr großes Thema sprechen, deswegen wird es auch ein längeres Video, nämlich über den Umgang unserer Gesellschaft mit Alkohol und ja, welche Lösungsansätze wir da sehen und was wir glauben, dass getan werden muss, damit der Umgang mit Alkohol in unserer Gesellschaft ein anderer wird. Und erstmal freue ich mich, dass du heute hier bist, lieber Marius, und dass wir das zusammen machen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Grüß dich, Jana. Grüß euch, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich. Wir haben ja zusammen ein Video gemacht letztes Jahr auf meinem Kanal, wo wir über deine Geschichte gesprochen haben. Also, falls ihr das sehen wollt, gibt's vielleicht auch in der Videobeschreibung. Ja, schön, dass wir dieses Video mal zusammen machen. Und tatsächlich ist das Thema Alkohol in der Gesellschaft ein großes Thema, was man aus vielen Blickwinkeln betrachten kann. Übrigens, mir geht's gut, sorry, dass ich deine Frage übersprungen bin. Ja, ich bin gespannt. Gerade der Umgang mit Alkohol, ne? Das sind ja Sachen, wo wir als Gesellschaft verlernt haben, glaube ich, zu hinterfragen. Und ja, verlernt haben einfach, was ein, ich spreche immer davon, ist mir immer ganz wichtig, gerade wir mit unserer Vergangenheit, mit der Alkoholvergangenheit. Ich habe immer auch so die Befürchtung, oder ich will auch nicht so rüberkommen, als ob ich dann irgendwie nicht belehrenden, aber so einen total ablehnenden Standpunkt dazu habe. Das können wir ja gleich dann sprechen. Aber ich sage immer, adäquater Umgang, das wäre mir ganz recht. Ne? Deswegen bin ich mal gespannt. Aber was heißt das für dich, ein adäquater Umgang? Und das heißt, du lehnst Alkohol jetzt grundsätzlich nicht ab als Substanz? Richtig. Also ich denke, es ist der falsche Ansatz, Alkohol zu dämonisieren oder zu verstoßen. Es ist auch unrealistisch. Ne? Ja. Man muss sich so ehrlich machen. Wahrscheinlich braucht die Gesellschaft das irgendwo. Ich selber zum Beispiel rauche auch oder sowas. Also das ist immer schwierig. Es hat auch die Zeit gezeigt, wo Alkohol verboten war, dass nichts besser geworden ist in dem Sinne, weil dahinter stecken ja immer andere Sachen, wo die Menschen die Struggles haben. Ich sage immer, aufgeräumter Umgang, adäquater Umgang im Sinne von reflektiert aufgeräumter Umgang. Also wir haben uns als Gesellschaft scheinbar offensichtlich darauf committed, dass Alkohol eine legale Droge ist. Und das ist okay, das ist jetzt keine... Ich meine das nicht stigmatisierend oder sowas oder bekennt euch, das meine ich so nicht, aber es ist ja so, das ist doch okay aus meiner Sicht, das ist eine legale Droge, aber dann lasst uns doch so umgehen damit, dass es eine legale Droge ist. Und da kannst du jetzt anfangen bei Fernsehwerbungen, die romantisierend sind, wo die Bacardi-Leute am Strand tanzen und ob das in, bis vor kurzem gab es das noch in Cartoons und sowas oder Berichterstattung über Alkohol, Fernsehwerbung vor Fußballspielen oder das Wodkas reinste Seele, also all diese Dinge oder diese Whisky, also Leute kennen das, kennst das ja alles. Dahinter steckt ja ein Lebensgefühl, was du transportierst. Das ist kein adäquater Umgang, kein aufgeräumter Umgang mit einer legalen Droge, das ist es einfach nicht. Damit fängt das an. Dann das nächste wäre, wie man das verkauft und in Läden präsentiert. Wenn das neben Salatregalen und Süßigkeitenwaren steht. Ich meine, wie soll denn ein Kind es schaffen, dass die Welt kennenlernt, zu verstehen, dass das eine legale Droge ist? Und irgendwie auch zu verstehen, dass es auch eine andere Seite davon gibt oder eine Gefahr gibt. Das geht gar nicht. Wie soll das denn funktionieren? Das ist unmöglich. Wir als Erwachsene schaffen es ja noch nicht mal, wie soll ein Kind das verstehen. Eben. Also ich bin auch der Meinung, dass es nichts bringt, Alkohol an sich zu verbieten. Ich persönlich finde Alkohol natürlich scheiße an sich. Ich möchte es auch gar nicht mehr konsumieren und ich glaube auch, dass es sehr vielen anderen helfen würde, wenn sie keinen Alkohol mehr konsumieren. Aber ich bin da auch deiner Meinung, dass das keinen Sinn hat, den jetzt irgendwie zu verbieten. Aber wir halt den Umgang, den wir als Gesellschaft damit haben, verändern müssen. Und wir müssen das tun, weil Alkohol einfach die größte und schlimmste Droge ist, die wir haben, auch wenn sie legal ist und sie einfach die meisten Opfer fordert. So. Und wie du schon sagst, die Werbung, das ist ein Unding. Ich meine, Tabakwerbung wurde jetzt endlich auch verboten. Es rauchen trotzdem immer noch Leute, aber es ist halt auch wirklich spürbar zurückgegangen durch diese Maßnahmen. Ne? Genau, das ist es. Genau. Und solange man sich
Also man kann sich ja, selbst wenn es nicht, also wenn Alkohol nicht verboten ist, kann man sich ja trotzdem entscheiden, Alkohol zu trinken. Nur man sollte halt nicht durch Werbung zum Beispiel oder durch die Präsentation im Supermarkt extra dazu verleitet werden, das noch zu tun. Ja. Ja, genau. Und deswegen, ich meine, natürlich sind die ganzen Brauereien oder Alkoholhersteller auch Unternehmen, die natürlich das bewerben wollen und so. Also den Gedanken verstehe ich, dass die da keinen ernsthaften Präventionsgedanken haben. Also das ist irgendwie eine Natur der Sache. So, darauf können wir nicht hoffen. Du kannst nur hoffen, dass irgendwann das ein politisches Thema wird. Das wird es aber auch nur, ne? Weil da müssen wir auch realistisch sein. Politik nimmt Themen auf die Agenda, die in der Gesellschaft auch stattfinden. Und diesen Diskurs in der Gesellschaft und diese Diskussion haben wir nicht wirklich, weil wir so unaufgeräumt sind. Und ich glaube, eine große Chance besteht darin, das ist auch meine Hoffnung, dass die nächsten Generationen, so wie du es gerade gesagt hast, beim Rauchen. Also als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, vor gefühlten 18 Jahren, 5 Jahren, nein, da hat das komplette Lehrjahr fast noch geraucht. Also wir haben alle uns im Raucherraum getroffen. Jetzt, ich bin selber Ausbilder, beziehungsweise habe mit Auszubildenden zu tun, viele, und die allermeisten rauchen nicht mehr. Und das ist wirklich, die Zahlen sehe ich bestätigt in meinem Alltag, in meinem Beruf auch, weil es nicht mehr als cool gilt, weil Lucky Luke nicht mehr eine Zigarette im Mund hat, weil du im Flugzeug nicht mehr rauchen darfst, weil auch Leute wie wir, ich selber bin Raucher, rauche vor der Kamera aber nicht, weil ich das nicht cool finde, das zu zeigen. So, ne? Ich erzähle das zwar, aber ich brauche dieses Bild nicht zu erzeugen. Das gibt es auch bei Promis und allem. Und diesen Effekt hättest du nicht unbedingt, auch bei Erwachsenen, aber bei der nächsten Generation. Dann hat die nächste Generation, das ist meine Hoffnung, überhaupt die Chance, das kritisch zu betrachten, von Natur aus. Und nicht, du bist ja schon vorkonditioniert als Kind, wenn du da die bunten Alkoholflaschen siehst im Supermarkt und so weiter. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann würde es ja vielleicht einen reflektierten Blick drauf bekommen. Und dann wird das Kind vielleicht auch eher Konsum hinterfragen bei Eltern. Oder das ist ja auch vielleicht wieder unangenehm, aber dann hast du die Chance dazu, ne? Also da hoffe ich schon so ein bisschen auf die Karte, wenn wir das rausbekommen würden, dass die nächste Generation das auch so ein bisschen vielleicht kritischer hinterfragt. Ja, ich habe jetzt tatsächlich auch irgendwo gelesen, dass in der Generation, die jetzt so folgt, auch schon weniger Jugendliche trinken. Ich kann es mir zwar irgendwo noch nicht so wirklich vorstellen, weil ich sehe halt noch so viele Jugendliche, die trinken. Genauso wie wir das auch getan haben und denke mir so, okay, wo sind all die Jugendlichen, die nicht trinken? Aber ich möchte den Zahlen jetzt auch einfach erstmal glauben und es wäre natürlich mega cool, wenn das jetzt schon ein bisschen zurückgeht und wenn das jetzt dann einfach auch weiter wächst und die nächsten Generationen dann da ja, einfach einen reflektierteren Blick drauf haben und wir auch wirklich Präventionsangebote haben, die den Namen verdient haben, wir wirklich Hilfsangebote haben, die den Namen verdient haben, dass alles viel mehr wird. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir in der Schule, wir haben nie über Alkohol gesprochen. Wir haben eine Biologiestunde über härtere Drogen gehabt, ja, aber sonst haben wir nie darüber gesprochen und über Alkohol schon gar nicht. Ich habe all diese Themen oder all diese Sachen, die ich jetzt von Alkohol weiß, was er mit uns macht und so, die habe ich nur dadurch erfahren, dass ich dann vor 2,5 Jahren selber recherchiert habe. Es fängt ja schon damit an, dass die Lehrer aber auch meistens, das Na meine ich klar. jetzt gar nicht auch böse oder so, es ist halt einfach so, die sind ja auch nur Teil dieser Gesellschaft. Genau, Die sind ja. auch als Kind so aufgewachsen mit Ja. dieser legalen Droge, wie sie halt aufgewachsen sind. Ja. Und die haben auch nicht diesen Blick dafür. Also Ja. dieses, was nicht zwangsläufig im Unterricht geschehen muss, aber Ja. Lehrer haben ja auch einen pädagogischen Auftrag. Ja. Und das, was zwischen den Unterrichtsstunden passiert, wo du so ein Kind vielleicht oder so einen Jugendlichen auf den richtigen Weg leiten willst, ihm die richtigen Werte mitgeben willst, da fehlt es da halt auch noch, weil diese Sensibilität des Menschen, auch des Lehrers vielleicht noch nicht Ja. da ist. Auch da kann es vielleicht die nächsten Generationen sich verändern, was das angeht, das hoffe ich zumindest. Und ich hoffe auch, dass das vielleicht eine positive Seite von Social Media ist, Ja. dass sich die Themen eben, also gerade auch das, was wir machen, aber auch andere Kollegen von uns und so, auch gute Hilfsorganisationen, Selbsthilfeorganisationen, die jetzt auch immer mehr online kommen Genau, ja. und verstehen, wie man die junge Generation halt auch erreicht. Du musst sie Ja. halt dort abholen, wo sie stattfindet. Genau.
Man kann natürlich immer noch eine E-Mail schreiben, aber das macht halt keiner. Eben. Das denke ich mir halt auch. Ich meine, ich bin ja in so einer Selbsthilfegruppe, Al-Anon für Angehörige, und ich finde die Selbsthilfegruppe super und ich finde das Format super und 12-Schritte-Programme sind meiner Meinung nach wirklich geil, aber ich kann auch komplett verstehen, dass die meisten darauf keinen Bock haben und es denen zu altbacken ist. Also die Texte sind auch altbacken, die Bücher sind altbacken, dieses ganze Konstrukt, es ist halt altbacken und es bräuchte eine Generalüberholung und dann würde das auch heute super funktionieren. Aber ja, da sind halt noch ein paar ältere Generationen am Start, leider. Ja, und ich will das gar nicht so, also ich bin absolut bei dir. Es gibt auch Organisationen, die schon auf einem guten Weg sind, diese Transformation zu machen, die auf allen Ebenen stattfindet. Ich bin da vollkommen bei dir, und vor allen Dingen, das Wichtige ist, ich sage dir ein anderes Beispiel, und ich glaube, da spreche ich auch für dich. Viele Menschen schreiben mir, wahrscheinlich auch dir, die Hilfe brauchen. Klar, ne? Also viele Leute schreiben uns an, kannst du mir helfen? Natürlich können wir das nicht so allumfänglich, also wir arbeiten beide und das ist die Zeit füllt und so gerne wir das auch möchten, und es ist natürlich auch sehr individuell, wenn man so lange Texte kriegt, und dann geht es dann schon ins Detail, das ist nicht stemmbar, aber die Frage ist ja, warum schreiben die Leute eher dich, mich oder andere Menschen an, die auch im Internet stattfinden, und nicht diese kryptische Hilfsorganisation, wo man eine E-Mail und ich kenne die nicht. Es ist so, eine Abhängigkeit ist ja eine sehr verletzliche Sache. Du bist, also ihr Leute, ihr kennt das ja auch, du fühlst dich schwach, du fühlst dich hilflos, du ringst mit dir, soll ich mir Hilfe holen, was denken die anderen, all das, was wir auch kennen. Und dann willst du mit einer Person darüber reden, was die Leute auch machen, der du vertraust, weil du ein gutes Gefühl hast. Und du musst das niederschwellig machen. Und das ist das, wo wir noch hin müssen. Wir haben so viele Möglichkeiten über Apps, niederschwellige Angebote machen, wo Leute leicht zu Hilfe kommen. Das gibt es schon. Es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Notfallnummern, aber trotzdem ist das noch zu um die Ecke. Also wenn ich sehe, ich komme auf Seiten von Leuten, da steht ja wirklich, schreibt mir eine E-Mail. So, das macht keiner. Keiner, also ich wäre auch in meinen schlimmsten Zeiten nie auf die Idee gekommen, Mann, jetzt muss ich eine E-Mail zu schreiben. So, mir geht es scheiße. Sehr geehrte Damen und Herren. Mit freundlichen Grüßen. Das ist Bullshit. Das muss wegkommen davon. Das muss man alles weg. Es wird ja auch immer authentischer. Auch die Formate, die Leute, man geht weg vom linearen Fernsehen in Social Media, weil Leute die ganze Zeit mal sprechen und sowas halt. Und dann ist das greifbar. Und dann sieht man, okay, da geht es jemandem genauso wie mir. So. Und dann ist da halt nicht das alte Institut, fast Ärzte gleich, so, von der Distanz halt. Ne? Ja, und ich finde halt auch, dass sich das Image wandeln muss. Also neben all den Lösungsansätzen, die es geben sollte, finde ich auch, dass sich das Image von Alkohol an sich erstmal wandeln sollte und muss. Und auch das Image von Menschen, die dann eben nüchtern leben. Ja. Wie meinst du das mit Image? Also ich meine speziell zum Beispiel die Wörter, wie wir darüber sprechen. Ja? Mhm. Ich meine, du weißt ja, ich mag das Wort Alkoholiker oder Alkoholikerin, mag ich einfach nicht, weil es gibt nur beim Alkohol diese Tatsache, dass man sich, wenn man aufhört, krank melden muss, also nicht in der Arbeit, sondern man ist dann krank für sein Leben, man darf nie wieder trinken. Mhm. Man ist der Alkoholiker oder die Alkoholikerin. Ja? Wenn du jetzt aufhörst zu rauchen, bist du nicht mehr der Raucher, dann bist du halt einfach Marius. Ja. Und ich finde, das muss sich ändern, und es muss sich auch ändern, dass wir anders über Alkohol denken, dass wir ihn nicht mehr so glorifizieren und so hypen, wie wir das tun, ja, durch die Werbung ja zum Beispiel auch oder in allen Fernsehserien oder alles, ja, Nathalie hat da letztens erst ein gutes Video drüber gemacht, wie man das dadurch hypt, und so ging mir das natürlich ebenso. Mhm. Und ja, es wird ein Lebensgefühl wird vermittelt, ne? Genau. Also es fühlt sich so an, also weil du das für dich geframed bist davon, fühlt sich das so an, wenn du selber im Urlaub bist, also jetzt so einfach mal blöd gesprochen, aber wie beschreibst du ein, ich habe jetzt Urlaub, genau, mit dem Liegestuhl, Sonne und ein Cocktail, also das fehlt noch, sonst ist das nicht vollkommen so. Ja. Ne? Das stimmt, und diese Bilder, wie kommst du überhaupt darauf? Gut, kann verschiedene Gründe geben, aber natürlich bist du geframed davon, das ist ja klar, weil du das vom Film und Fernsehen kennst, so wird das transportiert. Der Mafia-Boss, der Bad Guy, der ist auch in seinem Machtzentrum im 15. Stock mit einem Whiskyglas und guckt über die Stadt. Genau. Das sind diese Bilder. Und ja auch Social Media. Social Media bedient das auch komplett. Social Media macht
eigentlich unbezahlte Werbung nonstop für Alkohol, ja. Du siehst nur Alkoholbilder in den Stories, wie die Leute sich dann den entspannten Abend gönnen mit ihren Cocktails und so. Und wenn ich entspannt auf der Couch daheim mit einem Tee hocke, dann ist es plötzlich, dann ist es nicht so entspannt wie jemand mit einem Cocktail oder was. Also Social Media hat da ja auch einen riesen Anteil daran, wie das gefeiert wird. Natürlich, natürlich. Die Frage ist natürlich, also die Frage, die stelle ich mir immer, von welcher Seite wird ein Schuh draus? Ne? Also ich habe da noch selber keine Antwort draus gefunden, weil ich immer denke, wenn der gesellschaftliche kritische Blick kommt, stelle ich mir aber selber die Frage, wie soll der passieren? So, ne? Wird es wahrscheinlich mehrere Sachen geben müssen, die eintreten müssen, wie Aufklärung, wie Leute, wie wir, aber auch vieles andere, was aus nicht mehr so gefeiert wird, nicht mehr gehypt wird im Film und Fernsehen, Werbung, all diese Sachen, dass die rauskommen und dass man einen kritischen Blick drauf werfen kann und dann, ich glaube, daraus entsteht es dann, dass man, also erst muss das passieren, bevor man dann andere Dinge sozusagen hinterfragt. Mhm. Aber, also da habe ich selber noch keine Antwort drauf gefunden, so richtig für mich. Also ich glaube schon, dass so die ersten Schritte, die wir auf jeden Fall machen müssen als Gesellschaft, und das haben andere Länder ja auch schon gemacht, ist eben das Werbeverbot für Alkohol, ganz, ganz klar, ist, dass Alkohol nicht mehr, also dass Alkohol teurer wird auf jeden Fall auch noch und dass Alkohol auch ja nicht mehr so frei verkäuflich ist, dass es meinetwegen noch im Rewe steht, aber dann halt im Getränkerewe nur oder nur in der eigenen Abteilung und nicht, wie du sagst, bei den Süßigkeiten oder beim Kürbis, wo da noch der Federweiser dabei steht oder keine Ahnung, so bei den Lebensmitteln, weil es halt kein Lebensmittel ist. Und ich glaube, wenn diese drei Sachen erstmal gemacht werden, dann ist schon sehr viel gewonnen und dann kann man da hingehen und sagen, okay, wie kriegen wir jetzt noch gescheite und gute und coole, moderne Präventionsangebote an die Schulen? Bitte schon im Kindergarten damit anfangen. Mhm. Ich habe einen Bekannten, der leitet einen Kindergarten und der macht da schon Alkoholprävention. Krass, so. Echt, ja? Ja, das ist auch schon Thema? Ja, das finde ich mega cool. Da gibt es eine Organisation und die machen das halt kindgerecht. Dann gehen die in diese Kindergärten und machen da schon Alkoholprävention. Wow. Auch für die Eltern. Wow. Damit so, und auch wenn zum Beispiel Eltern ein Problem hätten, könnten die sich da auch hinwenden, wie man das dem Kind vermittelt und solche Sachen. Und das ist so wichtig. Richtig, weil da fängt es schon an. Ja, also bei allem, was du gesagt hast, bin ich bei dir. Ich würde sogar einen Schritt weiter, aber darüber kann man sich jetzt streiten, aber ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und noch nicht mal sagen, Alkohol in Getränkemärkten generell. Ich persönlich finde, der hat ja auch nichts verloren. Ja. Und der hat nicht neben der Limonade und dem und keine Ahnung, was es da für Getränke gibt alles. Und es gibt es auch in sehr vielen anderen Ländern Drugstores einfach. Es hört sich mal so an, Drugstores, ne, Leute, Drug, so ihr kennt, ihr wart jede Mal schon im Urlaub gewesen, das ist auch Drogerie. Also es ist ein Drugstore einfach, da gehören auch die Zigaretten hin. Mhm. Ich bin selber Raucher. Es ist für mich bequem, solange es bequem ist. Ja. Ich stehe an der Kasse, da stehen Kaugummis, dann stehen die Schnapsflaschen und nebendran die Zigaretten. Ja. Das ist vollkommen falsch. Ja. Das ist nicht richtig. Das ist auf Höhe der Kinder, die sehen das. Mhm. Ey, das ist jetzt kann man sich drauf aufhängen und sagen, ja, was soll das jetzt? Aber all in Summe, diese Sachen, all diese Maßnahmen, die du gerade beschrieben hast, in Summe ergeben ja auch, weil manche Leute fragen mich ja auch, ja, was bringt das denn? Du machst jetzt einen Drugstore. Ja und? Hört dann jemand auf zu trinken? Ja gut. Ich meine, das ist ja eine Dynamik, die dahinter steckt. Und du setzt ja als Gesellschaft auch, du bekennst dich ja auch auf eine Sache, die du cool findest oder ob du das nicht gut findest. Und das finde ich nicht gut. Und adäquat heißt, du vertreibst das. Du könntest ja auch Medikamente im Supermarkt verkaufen. Ja, genau. Würde ja auch gehen. Warum machst du das denn nicht? Weil es da nicht reingehört. Ja. Und dadurch steigt schon die Sensibilität. Ja. Okay, das sind Medikamente. Ja. Die werden nicht verteufelt. Oder das kann jeder sehen, wie er will. Aber grundsätzlich jetzt. Ne? Das ist halt Medizin. Also wir haben für uns schon in unserem Kopf in der Schublade Medizin und Brötchen und Wurst sind andere Sachen. Ja. Gefühlt. Wissen tun wir das sowieso, aber gefühlt. Ja. Und beim Alkohol gibt es das aber nicht. Und das würdest du damit schon erreichen. Das ist so wichtig. Und das ist auch die Antwort auf dieses, was bringt das alles? Denn in Summe ist es ein Statement von der Gesellschaft. Und wir kategorisieren das im Kopf auch als was anderes. Ja. Und das ist mir aber auch ganz wichtig, dann wieder die sich dafür entscheiden, für den Konsum nicht zu stigmatisieren. Hm. Das kann ja jeder für sich entscheiden, darum geht es nicht. Aber du bekommst ein anderes Bild darauf. Ja. Und du hast eine Chance, dass kritischer damit umgegangen wird. Und dann, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, weil das ist auch eine Sache, ich will das jetzt aber, müssen wir nicht vertiefen, dieses Juristische, dass immer wieder, also dass es nachweislich ist, dass es Straftäter gibt, die
enorme und schreckliche Dinge machen und einmal moralisch gesagt wird, ja, der war ja betrunken. Genau. Ja, der hat ihm ja den Kiefer dreimal gebrochen, aber der war betrunken. Ja, genau. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, das stellt es ein bisschen provokant dar, aber ihr wisst ja die Richtung, in die ich gehe. Und das wird mildernd genommen, so. Das ärgert mich. Ich verstehe es noch vielleicht, wenn einem einmal sowas passiert ist, das macht das alles nicht besser und ich will auch nicht, dass das eigentlich gemildert wird, aber in dem Moment, wo du weißt, wenn du trinkst, dass du eine Verhaltensweise an den Tag legst, wo du aggressiv bist, wo du Leute verprügelst, wo du nur auf Schlägerei wartest. Ja. Und ich kenne das alles, als Mann hast du einen Blick drauf, wenn ich auf Party war, noch mit einer hübschen Frau in der Hand und da haben mich 15 Leute angegafft in Diskos und haben, ich möchte nicht jedem was unterstellen, aber ich wusste genau, wer Ärger sucht. Mhm. Und diese Systematiken hast du andauernd auf Fußballspielen. Warum gibt es denn Fußballspiele, die Risikospiele sind, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird? Ach, da wissen wir plötzlich, dass das ein Problem ist. Sonst wissen wir das aber nicht. Aber dann ja. Also es ist völliger Schwachsinn und eigentlich wissen wir es schon. Und da sollten wir auch aufhören, bei Wiederholungstätern unter Alkohol das zu mildern. Ja. Ich würde sogar so weit gehen, und wenn das nur in Drugstores vertrieben wird, du bekommst auch einen Führerschein. Irgendwann nicht mehr wieder. Irgendwann musst du zur MPU. So, das heißt, kann man, die Leute wollen ja wissen, kann man dich auf die Straße schicken? Kann man dich auf die Menschen loslassen? So, jemand, der jetzt 15 Mal jemanden verprügelt hat oder sonst irgendwelche schrecklichen Dinge besoffen gemacht hat, dann müsste mir als Gesellschaft erstmal beweisen, kann man dich überhaupt auf die Leute losschicken? Ja. Können wir die in Drugstores überhaupt das Zeug verkaufen? Da würde ich auch, können wir jetzt drüber diskutieren, wie man das macht, aber Hürden einbauen für solche Menschen. Ja, das stimmt. Ja, ja, und was du jetzt vorhin auch nochmal meintest, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Auch meine Meinung ist, dass die Leute gerne Alkohol trinken sollen, wenn sie das wollen. Aber sie sollen sich vorher bewusst für oder gegen den Konsum entscheiden. Und das ist das, was aktuell nicht passiert, weil wir nicht aufgeklärt sind über den Alkohol. Wir wissen nicht, was Alkohol ist und was der mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unserer Seele macht, mit unserem Umfeld, welche Folgen das hat, wenn wir Alkohol trinken. Das wissen wir nicht. Ich wusste es, bis ich selber recherchiert habe, auch nicht. Und wenn ich das gewusst hätte, vielleicht hätte ich viel weniger getrunken oder früher schon aufgehört oder so. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen. Aber ich hätte es gern gewusst und ich hätte mich dann bewusst dafür entschieden zu trinken. Klar, in der Jugend vielleicht Gruppenzwang und bla, man trinkt dann trotzdem. Aber wenn einem das immer wieder in der Schule gesagt wird, dann ist man trotzdem sensibler dafür. Das ist genauso wie das, es ist ja für viele Schüler ein elendiges Nazi-Thema. Aber es hat seinen Sinn, dass wir von der 5. bis zur 10. Klasse damit vollgeballert werden, wie diese Zeit war, damit wir nicht vergessen, dass man, also ja, wie man halt als Gesellschaft miteinander umgeht und wie schlimm das war und dass man nicht wieder in diese Richtung rutscht. Zumindest, dass du das Thema verstehst, dass du, ich weiß, dass man sensibler damit, genau, dass man eine Sensibilität dafür entwickelt. Genau, ja. Und so ist es mit Alkohol auch. Wenn wir in der Schule die ganze Zeit über Alkohol aufgeklärt werden würden, auf einem guten Thema und mit guten Mitteln und bla und so, dann wäre das halt, dann würde man da ganz anders drüber denken, meiner Meinung nach. Und das würde wirklich helfen. Ja, zumindest, jetzt kann man natürlich, also zumindest wird man wissen, okay, es gibt da auch andere Seiten oder beziehungsweise, du sprichst ja teilweise auch davon, wie wirkt Alkohol überhaupt? Also, was bringt dieser Konsum überhaupt generell alles mit sich? Ja. Und ein bisschen automatisch dadurch Prävention zu betreiben, alles, was man in Medien und Fernsehanstalten und sowas alles sieht, dass es da auch andere Sachen gibt. Also bin ich vollkommen bei dir. Darüber wird gar nicht gesprochen. Muss ich aber auch leider sagen, aktuell ist das immer noch so, dass die Leute, die in den Schulen darüber sprechen, Lehrer, selber diese aufgeräumte Haltung nicht haben. Ja? Ja. Ich finde sowieso, dass man, das ist ein ganz wichtiger Faktor in Kindergärten, in Schulen. Ich weiß gar nicht, ob das stattfindet, aber wenn du diesen pädagogischen Auftrag hast, auch, weiß ich nicht, ob man ein Schulfach draus macht, aber generell das Thema Psychologie, auch in Bezug auf Drogen, auf Alkohol, wir trennen das immer noch im Wortgebrauch, stört mich auch immer so ein bisschen, Drogen und Alkohol, aber ja, Leute, das ist so ein Automatismus, Alkohol und Drogen, ja, und halt auch psychische Belastungen, wie gehst du mit Stress um, so das sind psychische Dinge, Gesundheit, all das. Ja, genau, das sind so Dinge, die könnte, oder die meines Erachtens würden die sehr hilfreich sein, weil das sind Sachen, da war ich ein Analphabet gewesen, als ich die Schule verlassen habe. So, das gab es überhaupt gar nicht. Ne? Und gerade in unserer Zeit, unser Schulsystem ist ja, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gefühlt alt, das waren die Herausforderungen gewesen. Unsere Zeit, das zeigen die Krankenzahlen
all diese Sachen bringen andere Herausforderungen mit sich. Ja. Und dafür musst du auch jungen Menschen ausrüsten, zumindest mal die Grundwerkzeuge in die Hand geben oder ihnen sagen, ey, das gibt es. Und du wirst auch irgendwann in einen Beruf kommen und irgendwann Schwierigkeiten bekommen vielleicht. Ne? Und das muss man Menschen in die Hand geben, weil das ist ja Yin und Yang, weil dann entsteht auch aus unreflektiertem Konsum beziehungsweise unreflektierter über die Substanz leichterer Konsum, damit man das, was man auf der psychischen Ebene nicht verstanden hat, kompensieren kann. Und da kommst du in eine Dynamik rein, wo du von vornherein keine realistische Chance hast. Ja. Und auch mit, also ich muss sagen, mich hat die Kinder vom Bahnhof Zoo, der Urfilm, ja, und das Buch, die haben mich davon abgehalten, jemals sowas wie Heroin zu nehmen, weil ich das so, also mich hatte das damals wirklich krass berührt und mitgenommen. Ich fand den Film so krass und so geil gespielt, den alten. Und da habe ich wirklich gesagt, nee, um Gottes Willen, das möchte ich nicht. Weil die so geil realistisch abgebildet haben, aber jetzt auch nicht übertrieben, sondern wirklich realistisch abgebildet haben, wie Christiane dann in diese Sucht reingerutscht ist und wie scheiße es ihr dann irgendwann ging, ja. Und wenn es sowas mehr gäbe oder wenn eben Prävention schon früh stattfinden würde, ich glaube schon, dass der Alkoholkonsum an sich zurückgehen würde, weil die Leute wüssten, was würde das in meinem Körper machen, ne? Solche Sachen. Ich glaube auch, also ich gebe dir recht, es sind zwei Effekte, glaube ich. Das eine ist natürlich, dass Heroin für uns eine unbekannte Substanz ist. Also da, also für die allermeisten. Obwohl der Witz ja dahinter, ich muss dich kurz unterbrechen, der Witz ist ja, dass Alkohol viel schlimmer ist in dem Sinn als Heroin, in dem Sinne, dass viel mehr Leute auf der ganzen Welt an Alkohol sterben. Und das sind nur die offiziellen Zahlen, da sind noch keine Dunkelziffern drin. Das sind nur Leberzirrhosen und alkoholbedingte Schädigungen. All die ganzen anderen Leute, die sich deswegen umbringen oder deswegen dann halt vorher Krebs bekommen, statt an der Leberzirrhose zu sterben, die sind da noch nicht drin. Also Alkohol hat so viel mehr Schäden als Heroin. Das stimmt. Ich wollte damit nur sagen, dass du intuitiv, wenn du an diese Substanzen denkst, hast du bei Alkohol, es ist was Vertrautes, weil der Papa, der Onkel, der Kumpel nimmt alle Leute, die ihr wollt. Ja. Das ist was Normales sozusagen im Sinne von, ich meine, was ist normal? Es ist was... Ich kenne es. Es ist nichts Fremdes. Das ist es. Und es kann ja auch nicht so schlimm sein, weil es ja legal. Genau. Und das andere, aber dann sieht man natürlich schon, man ist ja nicht blöd, die Leute wissen ja, okay, natürlich gibt es Gefahren, es gibt Alkoholiker, es gibt suchtkranke Menschen und sowas. Aber dann hast du natürlich ein Klischeebild im Kopf. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass auch Menschen wie wir, auch andere Kollegen von uns, offen drüber reden, weil du eben nicht steinalt werden musst und nicht 30 Jahre trinken musst und nicht die typische Karriere hinter dir haben musst von Kneipe jeden Tag und dieses, der hat halt zu viel getrunken. Nein, das ist die halbe Wahrheit. Da steckt viel mehr dahinter. Du kannst es viel früher bekommen, du kannst viel früher süchtig werden. Und wenn die Menschen aber, die eben nicht das Klischee erfüllen, sondern das Brechen, mehr darüber sprechen, ist das ja der lebende Beweis dafür, dass... weil man flüchtet sich, glaube ich, oft als Normaltrinkender, auch was immer das sein soll, oft in den Gedanken, ja, es ist halt nur Alkohol. Also man relativiert das immer in irgendeiner Form, in Gedanken oder in Äußerungen oder so. Und wenn man diese Bilder vom Alkoholiker irgendwo kennt oder gesagt bekommt, dann ist es ja der schon seit 30 Jahren und sowas. Und dazwischen gibt es aber nichts. Man will es aber auch nicht sehen so. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass eben auch Menschen wie wir dieses Klischee brechen. Und dadurch, glaube ich, kann auch geholfen werden, weil auch gezeigt wird, dass das eben nicht Menschen sind, die einfach nur zu viel trinken, sondern die auch von vielen Sachen geblendet waren und auch gesellschaftlich eben nicht dieses Handwerkzeug mitgegeben haben, diese Werkzeuge nicht hatten, diese Aufklärung nicht hatten, das genauso gesehen haben, das ist halt nur Alkohol, das ist halt normal und sowas. Und das reicht, um da reinzukommen. Ja, absolut. Das stimmt. Und würdest du sagen, gibt es noch andere Punkte, die du gerne geändert hättest in der Gesellschaft, was den Umgang mit Alkohol angeht, was Lösungssätze angeht, wie man den Alkoholkonsum noch irgendwie reduzieren könnte? Boah, ja, es ist schwierig. Ich denke, dass viele Dinge sich, wäre mir lieber, wenn sich das ändert, aber ich glaube, das ist dann so eine Eigendynamik, die irgendwann von alleine kommt. Mhm. Ne? Zum Beispiel, dass Leute sich nicht dafür rechtfertigen müssen, wenn sie nichts trinken. Ja? Also das ist, oder dass Alkohol nicht generell als per se cool gilt oder dass du nicht mal mit so einem, kennst du diese, dass du nicht mal mit so einem Spruch durchkommst. Ja, ein richtiger Mann, der trinkt halt hier.
viele lachen drüber, ist okay, so, ich will nicht hier so verbittert, darum geht's nicht, aber guck mal, ist ja auch so, gesellschaftlich, mal ein anderes Beispiel zu bringen. Heute, ist auch vielleicht noch vor 20 Jahren, galten gewisse homophobe, schlimme Ausdrücke noch, aber als salonfähig, man hat sich so aus Spaß so beleidigt, ich will das Wort jetzt nicht sagen, die Leute kennen das. Heute ist das nicht mehr cool. Ja. Heute lacht auch keiner mehr drüber. Ja, heute sagen wir, Alter, hör mal auf mit so einem, ne? Oder dieses, kennst du das, wenn Leute so sagen, aber nur Homo. Also wenn sie so eine Bemerkung machen, kennst du das nicht? Ach so, ja, aber so, ja, aber okay, so, ja. Also das wird als albern empfunden, als nicht witzig, als, oh Mann, aus dem Hinterwindler bist du denn. Aber das geht immer mehr dahin. Das war mal ein Prozess gewesen. Ja, der hat irgendwann angefangen bei, ich finde, bei Klaus Wowereit, der gesagt hat, ich bin schwul, das ist gut so. Das war der Erste, der das so nach vorne getrieben hat. Und heute ist das, ja, also das ist, genau, normal und das wird auch nicht mehr als lustig empfunden. Mhm. Du, schwul, du weißt, das ist nicht witzig und der das ausspricht, der gilt so als Hinterweltler oder was bist du für ein Idiot oder sowas. So, das ist aber eine Dynamik, die entsteht. Und ich würde mir wünschen, dass das ähnlich vielleicht beim Alkohol wird. Also nicht, dass man den Trinkenden stigmatisiert. Mhm. Aber wenn er einen Spruch macht gegen den, der nicht trinkt, in diese Richtung, so einen abwertenden, sich cool fühlenden, dass der irgendwann komisch angeguckt wird, was ist mit dir, bist du doof? Das kannst du aber nicht anordnen. Das sind gesellschaftliche Dynamiken, die entstehen. Das würde ich mir mal wünschen. Ne? Mhm. Dass das, und das nimmt natürlich dann auch wiederum den Nichttrinkenden dieses Gefühl, ich bin ja der Außenseiter oder ich bin der nicht trinkt oder ich werde gefragt, dass das weggeht. So, ne? Dass es halt normal ist, nicht zu trinken und uns eher außergewöhnlich ist, wenn jemand Alkohol trinkt. Das wäre natürlich echt cool. Genau, und, also vor allen Dingen, dass du, ich glaube, das reicht schon, können auch, selbst wenn du in der Minderzahl bist, aber dass du einfach nicht in diese Rechtfertigungsposition bist. Ja, dass es halt nicht mehr so außergewöhnlich ist. Ich meine, wir müssen, ich glaube, bei dir ist es ja bestimmt auch immer noch so, wenn du neue Leute kennenlernst, müssen wir immer noch sagen, warum wir keinen Alkohol trinken. Und wenn es einfach in dem Sinne normal wäre, keinen Alkohol zu trinken, dass man nicht gefragt wird, warum trinkst du denn jetzt keinen Alkohol? Das wäre halt das Coole, ne? Das stimmt, ja. Also ich habe da schon viele, viele für mich Lösungen so versucht zu entdecken. Ja, und natürlich. So, ich habe auch kein Problem damit, das zu sagen, aber es ist halt. Aber irgendwann nervt es. Genau, es nervt mich aber nicht deswegen, weil ich ein Problem damit habe oder sowas. Aber es ist so, wie wenn du schon, ey, keine Ahnung, vielleicht fühlen das Leute, die aus einem anderen Land kommen, denen man das auch ansieht, die schon zum millionsten Mal gefragt wurden. So, die haben irgendwann keinen Bock mehr darauf. Ja. So, ne? So mühselig so einfach. Ne? Und weil es halt aber auch so ein bisschen widerspiegelt, wie die Gesellschaft immer noch über Alkohol denkt. Ne? Ja, also ich meine, immer noch, wir müssen ja auch dazu sagen, wann hat sich das jetzt so ein bisschen gewandelt? So diese Sobriety-Bewegung in Deutschland. Das ist aber hast du das Gefühl, dass wir, weil darüber habe ich nachgedacht, viele aus der Community mir das auch geschrieben haben, so das Gefühl entsteht, wir sind langsam an so einem Punkt, wo sich das so ein bisschen auch dreht, wo man ein bisschen mehr drüber spricht, ein bisschen aufgeräumter wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt so langsam, ich nenne es halt immer so, die deutsche Sobriety-Bewegung wird, ja. Indem zum Beispiel, ich meine, guck mal, als wir haben ja relativ zeitgleich angefangen und Nathalie ja auch, wenn wir irgendwie alle in diesem einen November angefangen, als wir damit angefangen haben, zum Beispiel auf YouTube Videos darüber zu machen, da gab es noch nichts darüber, gar nichts. Ja. Auf YouTube. Es gab dann halt dann den Podcast von Nathalie und es gab in Deutschland noch zwei Blogs von Lada und von drei Blogs und von Mika und von mir. Mhm. Das waren die Sachen, die es im deutschsprachigen Raum über nüchtern Leben gab. Sonst gab es gar nichts. So. Und jetzt langsam werden die Bücher übersetzt. Es werden die Bücher geschrieben von uns aus der Community. Es kommen immer mehr Leute, die auch auf Instagram explizit Kanäle darüber haben. Es kommt auf YouTube mehr. Stimmt, es wird mehr darüber gesprochen. Ja. Es kommt auch mehr in ältere Kanäle, ins Fernsehen und so. Wir sind da immer mal zu Gast oder Nathalie auch ganz viel oder andere. Ne? Oder auch die Funkformate oder so. Also es kommt jetzt einfach viel mehr so ein bisschen an die Öffentlichkeit. Natürlich ist es noch gering in dem Ausmaße, wie der Alkohol das Ganze irgendwie so überwölkt. Aber ich finde schon, dass es jetzt langsam anfängt. Und ich meine, gut, wenn man sich die Tabaklobby anschaut oder die Nichtraucherlobby, das hat ja, wie lange hat das gedauert, bis das von den Anfängen bis zu man darf nirgends mehr rauchen und die Zahlen gehen zurück. Ja. Also das, ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, dass Alkohol trinken nicht mehr der Normalzustand ist und so. Vielleicht, wenn wir Glück haben, keine Ahnung, aber
Es dauert, denke ich, schon eine Zeit. Ja, ich, also kann ich zustimmen, was du sagst. Ich denke, dass das halt immer Dinge, die schon lange so sind, ne? Das ist immer so ein Prozess. Und es gibt auch so einen natürlichen Mechanismus des Menschen in der Psychologie, du wirst das kennen. Ja. Alles, was neu ist, ist erstmal unangenehm und warum und wir machen das schon immer so. Und also, es gibt diesen, weil Komfortzone, alles ist immer gleich. Veränderung ist unangenehm. Ja, genau, das gibt es immer halt. Ne? Und leider ist das da auch so, dass wir, das ist doch, guck mal, ich sag dir jetzt mal ein unangenehmes Beispiel von mir. Mhm. Ja? Also, was ist unangenehm? Ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die sind Vegetarier. Ich bin leidenschaftlicher Fleischesser und war ich schon immer gewesen, habe das nicht hinterfragt. Ich habe das auch nicht so als Kind mitbekommen. Mhm. So, da gab es immer in Polen Roland mit Gläse und dann hat keiner gefragt. Und, ja, egal. Also ich denke heute darüber anders. Ich habe jetzt auch, die Leute wissen das, die mich verfolgen, 3 Meerschweinchen. Und da könnt ihr mich auslachen, Leute, wirklich. Ich hatte nie Haustiere gehabt. Aber und das fängt mit Meerschweinchen an, dass du bekommst, das hätte ich niemals gedacht, einen anderen Bezug zu Tieren, wenn du sie hast. Mhm. Und eine Form von Liebe. Und du machst dir Sorgen, wenn die krank sind. Und ey, ich habe letztens meine Frau angerufen auf der Arbeit, weil das eine 2 Tage nichts gegessen hat, gefragt, wie geht's denn Pünktchen? Ist das alles in Ordnung? Du machst dir Sorgen. Ja. Und das führt aber dazu, dass du zu anderen Tieren, und das ist für mich was anderes, wenn ich heute Fleisch vorgelegen habe. Mhm. Und rationell sagt mir irgendwas in mir drinne, eigentlich finde ich das nicht so cool. Mhm. Eigentlich, aber es hat was mit Veränderung zu tun. Ja. Essgewohnheiten ändern, vielleicht Dinge, die dir auch sonst geschmeckt haben, ändern. Gibt es Alternativen? Ist Bequemlichkeit? Mhm. Ist Komfortzone? Also ich will damit nur sagen, ich kenne das. Mhm. Wir alle kennen das in irgendeiner Form. Und es ist sehr oft so, frag Leute auf der Straße, bist du dafür? Ja, wir sagen alle ja. Machen es die Leute? Ja. Organspendeausweis, klassisches Beispiel. Also Typ auch so ein Beispiel. Mhm. Deswegen, das ist auch so ein Mechanismus, der durchbrochen, den gilt es erstmal zu durchbrechen. Irgendwann denke ich, dass wir auf diesen Alkoholkonsum, diesen unreflektierten Alkoholkonsum, ähnlich zurückblicken. Das werden unsere Kinder wahrscheinlich, das befürchte ich, die sehen dann irgendwelche NTV-Dokus, wie wir Helmut Schmidt sehen. So gucken die dann und sagen, hä, Ballermann? Was habt ihr gemacht? Und wir sagen, ja, irgendwie glaube ich schon. Das wird so kommen, ich denke schon. Ja. Ja, das sieht man heute. Also Retro-Perspektiv macht das immer Sinn. Ja. Ja. Schauen wir mal, wie lange es dauern wird. Ja. Ob wir es noch erleben. Ja, wir tun unser Bestes, Leute. So, wir freuen uns über jeden, der da auch mit in seinem Kosmos, das ist ja auch so, ne, wie bei, kannst du jetzt Klimawandel als Beispiel nehmen, man selber irgendwie anfängt damit. Ja. Was würdest du sagen, könnten jetzt Zuschauer oder Zuschauerinnen machen explizit, wenn sie jetzt nicht sagen wollen, okay, wir machen auch einen YouTube-Channel oder so, natürlich, feel free, aber was würdest du sagen, könnte jeder so in seinem eigenen Kosmos machen, um da mitzuhelfen? Ich glaube, vieles beginnt, glaube ich, bei der Kommunikation, bei der Aufklärung, bei dem Einordnen des Konsums und dieser Bilder, die wir heute noch haben und so. Und das muss jeder für sich ausmachen, sozusagen, wie er sich wohlfühlt. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich, wie vermitteln wir das Kindern? Ne? Nicht dämonisieren, aufklärend sein, das ist was ganz Wichtiges. Und Dinge vielleicht auf dem Schirm haben, sich selber lösen von diesem Gedanken, was alles normal ist. Und einen wachen Blick haben auf die Dinge. Mhm. Jetzt will ich natürlich niemandem sagen, wer seine Kinder, das muss jeder für sich ausmachen. Aber du verstehst, wie ich das meine. Ne? Schon aufklärend, auch dahingehend. Ich habe auch privat genau diese Diskussion gehabt mit Menschen. Das fällt aber auch deswegen so schwer, weil man ja dann seinen eigenen Konsum vielleicht auch kritisch hinterher. Also auch das habe ich gehabt, ne? Dass Menschen sagen, ich weiß, ich konsumiere vielleicht nicht so gut und auch zu viel. Mhm. Und das ist so ein Widerspruch in sich, was manche Menschen spüren, die dann irgendwie dem Kind vermitteln, dass das im Fernsehen nicht so geil ist und sowas alles. Aber selber abends das Kind dann sieht, wie der Papa vielleicht. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja, ich habe sowas auch, ich versuche auch mal sowas zu vermeiden. Ich habe früher mit Kindern gearbeitet, ich war im Zeltlager, habe Kinder betreut. Mhm. Die wussten auch alle, dass ich rauche. Mhm. Und es war immer eine goldene Regel gewesen, also was goldene. Es war so, die Leiter dieses Zeltlagers, zu dem ich gehört habe, wir haben nicht vor den Kindern geraucht. Ja. Haben wir nicht gemacht. Und beim Alkohol, finde ich, sollten wir da auch ein bisschen mehr Sensibilität dafür haben. Ja. Ja, es ist,
wenn man vielleicht mittags am Sonntag sitzt mit den Kindern und eine Wodkaflasche auf dem Tisch steht. Auch das habe ich als Kind erlebt zum Beispiel. Da stand die Wodkaflasche auf dem Tisch. Ja. Das sind so kleine Sachen, da kann jeder in seinem Kosmos damit anfangen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es für Kinder nochmal wichtiger ist. Also wenn Kinder jetzt aufwachsen, sie sehen immer noch Alkoholwerbung, das beeinflusst sie natürlich und das kann man vielleicht auch nicht irgendwie wegkriegen. Man kann ja nicht immer die Augen zuhalten, wenn sie was sehen. Aber ich glaube, dass es nochmal einen viel, viel größeren viel, viel größeres Ausmaß hat auf deren Entwicklung, wenn sie bei den Eltern keinen Alkohol sehen. Ja. Wenn man nicht daheim trinkt, wenn sie einen nicht betrunken erleben, wenn daheim nicht die Alkoholbar irgendwo steht. Ich glaube, dass es noch ein viel größeres Ausmaß für die Kinder hat und dass sie da nochmal einen gesünderen Umgang damit sehen. Weil wenn es im Elternhaus normal war, Alkohol zu trinken, dann hat man überhaupt gar keinen Grund zu hinterfragen, dass es nicht normal sein könnte oder ungesund oder so, weil man erstmal alles übernimmt, was die Eltern so machen. Und alles, was die Eltern machen, das ist gut. Genau, weil das Kind, das die Psychologie ist so, Kinder sind ja so, die sind auf Eltern angewiesen, vor allem wenn man ganz jung ist. Und das wird alles, was die Eltern machen, schon sein. Also als Erwachsener weiß man es hinterher. Aber in dem Moment ist es so, das hat seine Richtigkeit. Genau. Und dann schleift es sich halt ein, wenn es die Richtigkeit hat. Und dann kommt man in die Pubertät, dann schleift es sich ein. Dann trinkt man seinen ersten Alkohol, dann kommt der Gruppenzwang hinzu. Mhm. All das, die Werbung nochmal. Also bis man dann soweit ist, das mal zu reflektieren, ist das Kind halt meistens schon im Brunnen. Richtig. Und dadurch entsteht ja auch diese Hemmschwelle des Trinkens missbräuchlich, weil ich, und das sind all die anderen Dinge unserer Zeit, die hat es wahrscheinlich schon immer so gegeben, aber jetzt mehr denn je wahrscheinlich, von psychischen Belastungen, Stress, Depression, Angststörung, Panikattacken, alles das, was ich auch hatte. Und ich sag dir, das habe ich auch schon auf meinem Kanal schon mal gesagt, ich habe damals, vor 18 Jahren, vor der Entscheidung gestanden, irgendwann, als ich wusste, ich habe eine Angststörung, ich mache eine Therapie und ich nehme vielleicht und oder dazu noch Medikamente, Antidepressiva. Ich habe mich dagegen entschieden, weil den Kumpels am Tisch, es klingt jetzt blöd, also heute weiß ich das, aber emotional, was ist das denn für ein Bild, was hätte es für mich bedeutet, den Kumpels das zu erzählen oder mit denen sogar noch einen Gewinn dadurch zu haben und mich mit denen an den Tisch zu setzen, einzutrinken. Diese Lösung, die ist so akzeptiert und niederschwellig und romantisch, sexy, elegant, dass das ein großes Problem ist. Und deswegen gibt es ja auch die Verbindung aus, ich habe irgendein Problem, das ich jetzt noch nicht sehe, aus Stress, Dinge, die ich für mich nicht lösen kann. Und diese niedrige Hemmschwelle, die einfach da ist, in jeglicher Hinsicht. Und wenn wir irgendwann dazu kommen, dass die Hemmschwelle, sich Hilfe, psychische Hilfe zu holen, das ist noch ein anderes Thema, niedriger ist, gleichzeitig der Alkohol anders angesehen wird, in der ganzen Gesellschaft, dann wäre das bestenfalls so, und das wäre mein Traum, dass sich das dreht. Da haben wir noch einen langen Weg. Noch einen langen Weg, das stimmt. Ja, cool. Hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema jetzt noch nicht gesagt hast? Boah, ich habe vieles untergebracht. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Gespräch irgendwie. Ich habe jetzt nichts, was mir so auf der Seele brennt, wo ich sage, das ist mir wichtig. Ich denke, wenn wir über Gesellschaft sprechen und all das, was wir hier besprochen haben, gibt es immer Sachen, wo man also noch tiefer, die auch komplexer sind. Ne? Wir haben natürlich auch vieles jetzt hier an der Oberfläche, das ist auch klar, Leute. Ne? Wenn jetzt jemand schreibt, ja, aber der eine, klar, man könnte über jeden Punkt jetzt nochmal Bücher schreiben, das ist uns auch klar. Aber es ist jetzt, glaube ich, kein, was mir noch wichtig ist beim Thema Selbsthilfe, weil wir das besprochen haben, mach davon Gebrauch und unterschätzt das. Ne? Also nicht, hast du vergessen. Unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht. Dankeschön. Es gab so einen geilen Satz. Ich weiß, da gibt es Hemmschwellen und das hat auch was damit zu tun, dass die Institution ebenso, wie wir beschrieben haben, funktionieren leider. Jacoby Shaddix, der Sänger von Papa Roach, der hat mal in einem Interview über Depression gesagt, wo er gefragt wurde, 5 Tipps, die man gleich machen kann, wenn man Depressionen hat. Hat er gesagt, talk to people, also ich sage es jetzt auf Deutsch, spricht mit Menschen drüber, spricht darüber, was in euch ist und sprecht mit eurem Arzt darüber. Leute sind sehr comfortable damit, das mir zu erzählen, aber erzähl das nicht ihrem Arzt. So, ne? Weil da so eine Hemmschwelle, also ich verstehe das, das ist schon ein normaler Mechanismus, weil Vertrautheit und so.
Aber dadurch, wenn wir ein anderes gesellschaftliches Bild haben, dass da die Hemmschwelle niedriger wird. Also nimmt die Angebote in Kauf und alles, was hilft, ist gut. Das kann auf jeder Ebene stattfinden. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst, lieber Marius. Vielen Dank, dass du zu Gast sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Und euch wünsche ich jetzt noch eine schöne Woche. Schaut unbedingt in die Infobox und bei seinem Kanal vorbei. Alles verlinkt. Und bleibt klar im Kopf. Eure Jana.